Giacometti stirbt am 11. Januar 1966 in Chur und wird in seinem Atelier in Stampa aufgebahrt, wo ihn einige persönliche vertraute Werke umgeben. Zahlreich sind die Freunde, die Alberto Giacometti am Samstag, den 15. Januar 1966, bei klärender Kälte das letzte Geleit geben. Aus der ganzen Welt sind sie angereist und zusammen mit der Talbevölkerung folgen sie dem niederen Pferdefuhrwerk mit dem Sarg zur Kirche San Giorgio in Borgo Nuovo bei Stampa. Hier auf dem Friedhof von San Giorgio bei Borgo Nuovo, inmitten der Berge, ist Alberto Giacometti beigesetzt. In der Nähe des Grabsteins, den er selbst für seinen Vater und seine Mutter gemacht hat, errichtet ihm sein Bruder Diego das Grabmal. Um 1927 treibt er die Idee der abgeflachten, frühen Porträts seiner Eltern weiter. Doch sein Anspruch und sein klarer Blick stoßen auf ein Hindernis. Die Realität entzieht sich ihm. Köpfe und Körper werden zu dünnen Platten, offenen Strukturen, stilisierten Gestalten, deren plastische Schönheit und dichterische Suggestion ihm nicht genügen. Um des imaginären Willen verzichtet er ein paar Jahre lang auf die äußere Realität und verpflichtet sich dem surrealistischen Abenteuer. Er macht Plastiken mit symbolischem oder passionellem Gehalt, wie diese Boule suspendue. In einem illustrierten Brief an seinen New Yorker Kunsthändler Pierre Mattis erklärt Alberto Giacometti viele seiner Werke, die er für eine Ausstellung nach New York schickt. Diese Texte geben einen äußerst interessanten und aufschlussreichen Einblick in die Denkzusammenhänge, Arbeitsvorgänge und die Entstehungsgeschichte seiner Werke. Giacometti vervielfacht abstrakte Konstruktionen und Werke, die herausfordern sollen. Kubistische Elemente, afrikanische und ozeanische Einflüsse werden in dieser Arbeitsperiode sichtbar. Es entstehen Werke mit hintergründigen Gedankeninhalten, stilisierte Figuren wie diese schreitende Frau oder die Plastik, der unsichtbare Gegenstand. Musik.
grausame Erotik haftet an einer Zahl von plastischen Arbeiten wie dieser Femme égorgée, einer Frau mit durchschnittener Kehle. La Table, der Tisch hingegen, den Giacometti für die Surrealistenausstellung 1933 in Gips gestaltet hat und auf dem er die verschiedenartigsten Dinge ausbreitet, wertet er als Freundschaftsbeweis an seine Künstlerfreunde. In drei Arbeiten, in denen die Bewegung nicht nur suggeriert, sondern tatsächlich ist, wie in der Plastik Pointe-à-l'Oeil, Fleur en danger, Blume in Gefahr, und La main prise, eine Hand im Getriebe, finden sich wieder Themen des Schmerzes und der Grausamkeit. Humor, Grausamkeit, Lockung des Leeren finden ihren Ausdruck und erschöpfen sich wie Versuche ohne Zukunft. Traumphantasmen und Obsessionen schaffen Fabelwesen, Geschöpfe der Begierde und der Nacht oder führen zurück zur harten, eckigen Dichte gewisser Köpfe, zur verzweifelten Vollkommenheit rein geometrischer Volumen. ...1935 kehrt Giacometti endgültig zur Realität, zum Modell zurück. Er arbeitet verbissen, zerstört aber fast alles. Gegen 1940 jedoch ahnt er einen Ausweg. Seine Gestalten haben Bestand. Aber sie sind winzig. So winzig, dass er sie in einer Streichholzschachtel aus der Schweiz nach Paris mitnehmen kann. Um den kleinen Figuren und Kopfplastiken Raum zu geben, entstehen Sockel und Sockeltürme, die in Giacomettis Werk zunehmend an Bedeutung gewinnen. Leider sind die meisten Arbeiten aus dieser Zeit, seiner Neuorientierung, vernichtet, verfallen oder verloren. Seine Figuren wachsen bald beunruhigend in die Länge, offenbaren eine neue, angsterfüllte, tragische Vision, wie dieser Kopf mit grotesk riesiger Nase. Oder dieser andere, der auf einer Stange steckt, wie auf einem Werkzeug des Todes. Fortan verfolgt Giacometti unablässig die Wesen, die um ihn sind, ihn erstaunen und faszinieren. Aber er will sie so, wie er sie sieht. Plötzlich aufkommende Erscheinungen inmitten ihres undurchschreitbaren Raumes. Deshalb ignorieren sich seine Gestalten, wenn er sie auf einem Platz zusammenstellt. Sie begegnen sich nicht. Wenn Giacometti einen Mann formt, ist es ein Mann, der vorwärts geht, weil er selber Mann ist. Stellt er aber eine nackte Frau hin, bleibt sie unbewegt und aufrecht, denn sie ist das eigentlich andere, das ersehnte Wesen. Das Erlebnis der körperlichen, aber auch der gefühlsmäßigen und metaphysischen Distanz zwischen sich und den anderen bringt Giacometti dazu, seine Plastiken in eine Art Käfig einzuschließen. Sie zu bemalen, einen Fuß oder Sockel anzufügen, ihre Formen schmal und lang werden zu lassen, wie um ihr Auftauchen in der Ferne auszudrücken oder die Einsamkeit des Menschen festzuhalten, seine Unfähigkeit zur wahren Begegnung.